Heute zeigen wir dir mal, wie du unsere BIP-Verpackungen richtig öffnest. BIP heißt so viel wie Beutel in Schachtel und wir nutzen die Verpackung für unsere Produkte, weil sie viele Vorteile hat. Auch wenn du Flüssigkeit entnimmst, kommt keine Luft in den Beutel, wodurch das Produkt viel länger haltbar ist. Bei einem BIP entsteht nur wenig Verpackungsmüll, der leicht zu trennen und zu entsorgen ist. Schauen wir uns kurz die Befüllung eines BIPs an. An der Maschine zum Befüllen muss zuerst ein Beutel in die Halterung geklemmt werden. Dann wird die Luft aus dem Beutel gesogen und das Produkt eingefüllt. Das Befüllen läuft bei uns nur durch die Schwerkraft, also ohne Pumpe, damit wir nicht unnötig Strom verbrauchen. Danach wird der Beutel verschlossen und in die Box verpackt. Echte Handarbeit sozusagen. Um den BIP zu öffnen, musst du zuerst die kreisförmige Perforation eindrücken. Klappe dann die Lasche nach oben und platziere den Hahn in der runden Öffnung. Jetzt musst du den Hahn noch mit der Lasche fixieren. Als letztes musst du nur noch die Sicherung vom Hahn entfernen. Unsere kleinen BIPs, wie zum Beispiel unsere Fermentgetränke, öffnest du genauso einfach. Drücke zuerst die runde Perforation ein. Reiße dann vorsichtig die seitliche Lasche auf, ziehe den Hahn ein Stück heraus und platziere ihn in der Rundung. Klappe dann die Lasche wieder zu, damit der Hahn fixiert ist. Jetzt noch die Sicherung vom Hahn entfernen und schon kannst du dein Fermentgetränk genießen. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.